Was da auf uns zukommt, ist dreifach geballte Energie. Axel Stein, Lena Meyer-Landrut und Matthias Schweighöfer. Sie wirken wie die drei von der Tankstelle, sind bester Laune. Wir treffen sie in Berlin, um dem Sea Life einen Besuch abzustatten. Grund: Die drei haben im Animationsfilm Sammys Abenteuer mitgewirkt. Der spielt im großen, weiten Ozean. Schauspieler Matthias Schweighöfer und Sängerin Lena sind Synchronneulinge und vollauf begeistert. Die Lena war fantastisch. Der Axel und also, Matthias. Der Regisseur hat wirklich gesagt, wir haben einen Job. Aber nee, jetzt mal jetzt echt, der Regisseur hat ruhig gesagt, dass er sowas in 20 Jahren noch nicht gesehen hat. Sie hat das toll gemacht. Du bist echt anders als die anderen Schildkröten. Lena spricht das Schildkrötenmädchen Shelly. Ja, klar doch. Und wie genau sieht dein Plan aus, um die Welt zu reisen? Na? Lena hat ja auch, ich sag jetzt mal, so ein Schauspielerherz, ne? Weil man muss das eigentlich alles spielen, was da ja passiert. Ja. Witzig gestaltet sich der Nachmittag mit Lena, Matthias und Axel. Die Schauspieler haben Lena brüderlich in ihre Runde aufgenommen. Die Sängerin kann sich auch durchaus vorstellen, Schauspielerin zu werden. Ein zweites Standbein ist immer gut. Nachdem die 19-Jährige mit ihrem Sieg beim Eurovision Song Contest das neue deutsche Fräuleinwunder wurde, gab es in letzter Zeit immer mal wieder viel Kritik. Lena nimmt es auf ihre Lena-Art. Das Beste ist, vorher so einen Scan-Blick zu haben und zu selektieren, was jetzt irgendwie, was man braucht und was man nicht braucht und was man annimmt und was man nicht annimmt. Und dann kann man schon ganz viel aussortieren. Das ist auch gut so, denn im Moment läuft der Kartenverkauf der geplanten Lena-Tour schleppend. Aber Lena bleibt tapfer. Ach, es läuft. Ich bin sehr zufrieden. Na, und wenn es mit dem Singen schwierig wird, hat sie ja nun vielleicht mit der Schauspielerei eine neue Karriere gefunden. Großes Kino, wie auch gestern in Berlin, denn gestern feierte der 3D-Animationsfilm Sammys Abenteuer Premiere. Und keine geringere als Lena Meyer-Landrut hat es auf den roten Teppich geschafft, der konsequenterweise blau war. Grund: Miss Germany 12 Points hat einer Schildkröte ihre Stimme geliehen. An ihrer Seite Comedian Axel Stein. Auch er hauchte einer Schildkröte in dem Film Leben ein. Wie auch Matthias Schweighöfer. Er war der Dritte im Bunde unter Wasser und im Studio. Es geht heiß her, wenn Matthias Schweighöfer die Schildkröte Sammy synchronisiert. Bei so viel Einsatz scheint sogar Lena Meyer-Landrut zu staunen. Lena leiht ihre Stimme Sammys Schildkrötenfreundin Shelly. Ja, was? Wir haben es fast geschafft. Es war toll. Ich habe mir das so sehr gewünscht und ich hatte eigentlich keine Zeit, aber ich habe es dann doch gemacht, weil ich es wirklich wahnsinnig gerne machen wollte. Und bin sehr, sehr stolz und freue mich riesig. Es hat ganz, ganz viel Spaß gemacht. Abenteuer und Romantik im Zeichentrick. Schildkröte Sammy entführt Shelly in die tiefe Welt der Ozeane. War das gerade ein Angebot, Sammy? Ja, ich denke schon. Ja klar, da bin ich dabei. Oh, wirklich? Man bekommt ja nicht jeden Tag die Chance geboten, die Welt zu sehen. Also ich wäre ganz gerne mal vielleicht so eine Meerjungfrau. Aber Schildkröte reicht im Film. Die Unterwasserwelt fasziniert auch Matthias Schweighöfer, aber noch kann er sie nicht selbst erkunden. Ob ich schwimmen kann? Nein. Aber ich hab's vor, noch zu lernen. Wenn ich 30 bin, habe ich mir überlegt, schenke ich mir persönlich selber einen Schwimmkurs. Ne? Ist ja wichtig. Ist wichtig im Leben. Der Dritte im Bunde der tierischen Synchronsprecher ist Axel Stein. Er gibt im Film den draufgängerischen Kumpel von Schildkröte Sammy. Komm schon, Sammy! Du hast doch keinen Schiss, oder? Nein, natürlich nicht. Aber jetzt stell dich doch nicht so an! Das ist echt abgefahren! Denman Terrierlitten! Die Filmpremiere hat Lena schnell noch mitgefeiert. Eigentlich ist sie aber schon sehr eingespannt. Denn sie muss sich ja auf ihren großen Auftritt im nächsten Jahr vorbereiten. Aber wir werden sehen. Ich weiß nicht, ich habe nicht so große Erwartungen oder nicht so große Hoffnungen einfach. Und gehe da mit derselben Technik oder Taktik dran, wie ich letztes Mal dran habe. Einfach nicht so viel nachdenken und nicht so viel hoffen. Bevor es von Lena aber was Neues, Musikalisches gibt, müssen sich die Fans jetzt erst einmal mit ihr als Schildkröte begnügen.
Abstecher ins Filmgeschäft hat sie nun mal probiert. Lena, wie soll man sagen, gibt im Kino die Schildkröte, genauer noch, sie gibt einer Schildkröte ihre Stimme, was für die selbstbewusste 19-Jährige gar nicht so einfach war. Der Film Sammys Abenteuer mit der prominenten Schildkrötenvertonerin feierte jetzt Premiere. Das Lächeln, unverkennbar Lena. Fotografen, die völlig aus dem Häuschen sind und eine Grand Prix-Gewinnerin, die das Grimassieren nicht verlernt hat. Es ist ihr anzumerken, wie viel Spaß ihr all der Trubel macht. Was meinst du? Das hier ist unsere Welt. In Sammys Abenteuer leiht Lena Meyer-Landrut Schildkröte Shelly ihre Stimme. Zusammen mit Matthias Schweighöfer ging es im Tonstudio manchmal ganz schön rund. Aus dem Schnabel gefallen, Shelly? Warte mal. Ja, natürlich, klar, jetzt erkenne ich dich wieder. Du bist, scheiße. Ja, was? Wir haben es fast geschafft. Es ist eben noch kein Synchronmeister vom Himmel gefallen. Achtung, Hilfe! Es war toll, ich habe mir das so sehr gewünscht und ich hatte eigentlich keine Zeit, aber ich habe es dann doch gemacht, weil ich es wirklich wahnsinnig gerne machen wollte. Trotzdem wird es wohl so schnell keine Wiederholung geben. Die Musik kommt vor dem Kino. Deswegen mag ich dich wohl auch. Du magst mich? Wir machen so viel Musik jetzt fürs neue Album. Wir bereiten uns auf die Tour vor. Nächstes Jahr nochmal der Eurovision. Also es passiert so viel. Davon könnte auch Shelly ein Lied singen. Wie das Abenteuer ausgeht, das sehen Sie im Kino. Und jetzt habe ich die News für Sie. So? So? Oder doch lieber so? Bei der Premiere von Sammys Abenteuer gestern Abend in Berlin hatte Grand Prix-Star Lena Meyer-Landrut an der Seite von Comedian Axel Stein erst Posing, Anlaufschwierigkeiten. Aber dann ging's ja doch noch. Und vielleicht klappt's auch irgendwann mal mit einem Interview. Denn an unserem Mikro... Hallo? ...ging die Lena leider wieder vorbei. Viele Fans hatten sich am Nachmittag am Alexanderplatz vorm Kino Kubix versammelt, um Lena, die Gewinnerin des Eurovision Song Contest, zu sehen. Für die Deutschlandpremiere des Trickfilms Sammys Abenteuer war sie nach Berlin gekommen. In dem Film hat sie einer Schildkröte ihre Stimme gegeben. Sammys Abenteuer kommt Ende Oktober in die deutschen Kinos.